Willkommen zu einem weiteren Review, heute mit bisschen was anderem. Aber bevor wir zum Review kommen, noch eine kleine Ankündigung. Das, was ich eigentlich für Montag geplant hatte, geht irgendwie nicht so, wie ich es haben wollte. Deswegen habe ich jetzt mich dazu entschieden, weil wir ja wieder ersten Montag im Monat haben, dass ich diesmal einfach mal über meine Top 20 oder wie viele, ja, Top 20 glaube ich, Alben von der 2010er rede, weil das andere halt wie gesagt nicht klappt. Schluck Prost erstmal. Erstmal ein Kirsch, Schwarzbier, eine Kirsche, yay. Ja, heute geht es um das Label Prophecy. Und zwar um Folk, was man ja, ich meine, der Name Prophecy steht ja nicht nur für Metal, sondern ja auch schon seit längerem für Folk. Ich meine, die bekannteste Band, Folkband im Prophecy-Style dürften Tendi sein, die ja quasi Mittelaltermarkt-Zeitlupe darstellen. Ja, und heute geht es um so, auch um Folk, und zwar um irgendwie so, sag ich mal, irgendwo in der Schnittmenge von Neo-Folk, Ambient und moderner klassischer Musik im Stile von Dead Can Dance. Und zwar das zweite Album von der Band Noita, die aus Schweden kommen und bestehend aus einer Mann und einer Frau. AIM heißt das gute Album, erschienen jetzt 2021, ist das zweite Album nach dem Debüt von 2017 und irgendeiner EP, die es in der Zwischenzeit gab. Und ja, das ist, ja, die Ganze geht 38 Minuten, hat 8 Songs und wie gesagt, ist über Prophecy Productions erschienen und ist, ja, schon, wie gesagt, Neo-Folk, recht düstere, ja, Kaminmusik könnte man sagen. Ja. Also, der Ambient-Anteil macht sich da bemerkbar, dass fast alle, eigentlich alle Songs, so einen Ambient-Teppich als Basis haben, als Boden, worauf quasi alles andere stattfindet. Es gibt, also die Hauptinstrumente sind halt wie gesagt dieser Ambient-Teppich, darauf die meiste Zeit eine Akustikgitarre und der Frauengesang, der in Sachen Dramatik und Emotionen und so schon so in die Richtung von Dead Can Dance geht. Und dann gibt es auch ein paar andere Instrumente, mit am häufigsten gerne ein Streicher, ich glaube, es ist eine Geige auf jeden Fall, ein Streichinstrument und ein Piano. Punktuell wird auch mal eine E-Gitarre wie im zweiten Stück eingesetzt, was dann so ein bisschen Post-Rock-Flair reinbringt, weil das so im Hintergrund am Schweben ist. Gerade am Ende kommt dann so ein flächiges Riff, was so einfach im Hintergrund über der Musik so ein bisschen drüber schwebt, wodurch dann so ein bisschen Post-Rock. Also es ist recht, wie gesagt, recht düster, recht minimalistisch, sehr getragen, sehr langsam, beziehungsweise es hat überhaupt keinen Rhythmus, aber sehr langsam, sehr, ja, monoton ist nicht das richtige Wort. Es passiert schon was. Es ist sehr, ja, sehr getragen, sehr, man lässt sich Zeit. Es ist sehr entspannt, es lebt vom Gesang, der sehr dramatisch, sehr eindringlich ist. An manchen Stellen geht er schon fast ins Leidende rüber. Ja, der fünfte Song, der geht dann, finde ich, der hat die meisten Parallelen zu Dead Can Dance. Der vierte Song ist ganz cool, weil der mit einem schönen Piano ist. Auf jeden Fall ist es recht düster und recht schwer zu fassen, weil es viele Elemente aus verschiedenen, also aus diesen drei Genres bedient, ohne komplett das Genre zu sein für. Also es geht schon in diese Richtung, wie gesagt, so dieser moderne Klassiker wie Dead Can Dance, aber deutlich weniger opulent als Dead Can Dance und auch mehr so dieser. Dead Can Dance haben ja auf der einen Seite diese recht düsteren Songs und dann gibt es so diese feierlichen Songs und es geht mehr so in diese düstere Richtung, in die deutlich minimalistischen Songs von Dead Can Dance. Und es ist düster, es ist nicht so dieser typische Neofolk, weil wie gesagt, dafür kommen noch viele andere Instrumente zum Einsatz.
Es ist nicht einfach nur, die Frau setzt mit Gitarre hin und klimpert und singt ein bisschen, sondern schon ein bisschen mehr. Es gibt noch, wie gesagt, es gibt Geige, es gibt elektronische, wie gesagt, diese Ambient-Flächen, und es gibt halt manchmal eine E-Gitarre, und das alles zusammen erschafft eine sehr, ja, schon düstere Atmosphäre, aber nicht so, es ist nicht so vordergründig düster, ja, es ist schon sehr, oh, jetzt habe ich das Wort nicht. Es ist schon sehr subtil. Also es geht schon ins mehr ins Subtile, das Düstere. Es ist nicht vordergründig. Kommt besonders gut übrigens im Kontrast zu, ja, vollkommen Knüppel. Ich hatte vorher die Alkalien-Orakel gehört, und dann die. Das ist schon echt Kontrastprogramm, weil es von der Atmosphäre nicht so weit weg ist, aber halt, ne, das andere Spektrum, halt das ruhige Spektrum. Aber emotional ist das schon so. Das kann man schon parallel zum Extrem Metal oder auch zum Gothic, also den coolen Gothic, den erwachsenen Gothic ziehen. Wie gesagt, Dead Can Dance oder auch Sachen wie, was hatte ich als Beispiel? Echoes of Yule, die ich auch ganz toll finde, fallen mir ein, was die Atmosphäre angeht. Ist musikalisch wieder was komplett anderes. Aber es ist halt, also es ist halt Ambient, weil, wie gesagt, basiert alles auf einem Ambient-Fundament. Es hat einen super tollen Gesang, der sehr eindringlich ist, und wirklich, die Platte wäre nur halb so gut, wenn der Gesang nicht so gut wäre, weil der sorgt auch dafür, dass die Musik nicht ganz so monoton daherkommt, weil man sich halt auf den Gesang fokussiert, und dadurch wirkt es nicht ganz so. Dadurch kriegt das eine besondere Note, die dann dafür sorgt, dass es deutlich dramatischer ist und deutlich abwechslungsreicher. Es gibt immer mal wieder andere Instrumente, die das dann ein bisschen bereichern, die dann dafür ein bisschen andere Klangfarben sorgen. Wie gesagt, die Geige, ein bisschen Geige, ein bisschen Piano, ein bisschen E-Gitarre. Und ja, lebt von seiner Dramatik. Viele Stücke steigern sich halt. Zum Beispiel der vierte Song mit dem Klavier. Der fängt ruhig an und steigert sich immer mehr, also vor allem der Gesang steigert sich immer mehr, bis sie halt wirklich in diesen leidenden, quälenden, sag ich mal, endet. Was ich ziemlich cool finde, war dieses, ja, wie gesagt, diese Steigerung von ruhig bis hin zu wirklich sehr kraftvoller und sehr eindringlicher Gesang. Und grundsätzlich ist das, ja, Musik für die zwar ähnlich, also für Leute, für Black Metal, Death Metal Fans, sag ich mal, denen es vor allem um die Atmosphäre geht, die aber jetzt nicht nur Musik mit E-Gitarren brauchen, sondern diese Atmosphäre, die Black Metal zum Beispiel kreiert, auch in anderen Genres und mit anderen Werkzeugen erschafft, mögen. Also geht in eine ähnliche atmosphärische, wie so Black Doom oder auch Gothic von der Atmosphäre her, aber es ist musikalisch natürlich was komplett anderes, wie gesagt, Ambient. Moderner klassische Musik und Folk, Neo-Folk, und ist, wie gesagt, für Sachen, die Black Metal mögen und also die Atmosphäre vom Black Metal vor allem zu schätzen wissen, oder so Sachen wie Dead Can Dance oder auch King Dude. Wer sowas mag, der wird damit seine helle Freude haben. Es ist ein echt tolles Album, was komplett anderes, und ist ein echt tolles Kontrastprogramm. Und ist eine sehr stimmungsvolle, düstere, eindringliche Scheibe. Und dann sehen wir uns Montag beim nächsten Video zum Thema, ja, meine Lieblingsscheiben aus den 2010er Jahren. Bis dann, habt ein schönes Wochenende. Ciao.